Ahoi, ihr Lieben von der Carnival Vista, dem Schiff mit genau 2 Wasserrutschen. Ja, und irgendwie habe ich jetzt ja meine Vorliebe für Wasserrutschen entdeckt. Deswegen habe ich die jetzt auch mal ausprobiert. Und zwar erstmal Modell Nummer 1. Da rutscht man mit einem Reifen rauf. So, da geht es hoch die Treppe und dann geht es auch schon los. Ja, ehrlich gesagt, ein bisschen langsam fast, ja. Ich meine, jetzt kann es an meinem Gewicht liegen, keine Ahnung, aber ja, deswegen gucken wir uns jetzt nochmal die zweite Rutsche an. Ja, da ging es also schon richtig rasant zur Sache. Das war mir fast ein bisschen unheimlich, ja, gegen Ende. Da wurde das ja so schnell, dass ich dachte, gleich wird irgendwie was passieren. Nein, aber war dann alles gut. Ja, jetzt gibt es nicht nur 2 Rutschen, sondern auch den sogenannten Skyride. Ja, wo man dann außen mit so Fahrrädern in der Luft sozusagen langfährt. Und zwar, das ist dann einmal der Bereich, wo es hier lang geht. Ja, also das kann sich durchaus sehen lassen. Ja, und es ist ein bisschen so, dass da häufiger was los ist. Also manchmal muss man auch ein bisschen Schlange stehen. Und dann, wenn man dann angestanden hat, wenn es dann soweit ist, dann zieht man als erstes mal so ein Sicherungsgeschirr an. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Auf jeden Fall extrem spannend das Ganze. Oh Gott, mit einem unglaublichen... Oh, was sind das für Geräusche? Ah, ja... Also das ist mal ein ganz unglaubliches Gefühl, weil man hat diesen gewaltigen Blick. Hier einmal die Seven Seas Navigator rechts neben uns, Luxusschiff. Also das ist schon krass. Ich hätte mir das gar nicht so toll vorgestellt vom Blick. Aber das ist wirklich ein Traum. Ich meine, nun ist es auch noch so, dass wir heute fantastisches Wetter haben. Wow. Also sehr, sehr cool. Ja, also ich dachte vorher, ja Gott, das ist irgendwie gar nichts Besonderes. Ah, Bremse, oh Gott. Oh mein Gott. Ja, guck mal, mein Blick hier runter. Ich hoffe, ihr seht das alles auch gut, weil ich nicht so wirklich sehen kann, was die Kamera einfängt. Aber krass, hätte ich nicht gedacht. Das ist so ein bisschen schneller, sind wir gleich wieder da. Wow, also sehr cool. Ja, also dieser Skyride ist schon ein bisschen was Besonderes, gibt schließlich auf keinem anderen Kreuzfahrtschiff sonst. Klar, Rutschen gibt es schon hier und da, aber da muss ich sagen, ja, das hier sind 2 ganz besonders nette Exemplare hier auf der Carnival Vista. Ja, wenn euch das Schiff interessiert, wenn ihr euch mal Angebote angucken wollt, dann klickt in den Link in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!